Ja, Mensch, Bernd, ja, grüß dich! Ja, servus, wie geht's dir? Ha, prima! Das ist super. Ja, mir geht's immer gut hier im Taubertal. Ja, uns Mähfranken geht's auch immer gut. Ja, weil wir nämlich alle einen guten Wein haben. Ne? So sieht's aus. Du, hör mal, ja. Ich habe letztens in dein Lädele da von der Rohloff ein Büchle gesehen und das habe ich mitgenommen. Ja. Und das hat mir so gut gefallen und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir ein neues Rädle kaufen soll und da möchte ich von dir mal ein wenig was wissen drüber und vor allen Dingen natürlich über die Rohloff. Über die Rohloff. Aber du, das macht süchtig, gell? Wenn du da in dem Buch drin blätterst, da stehe ein Haufen Geschichten da, ne? Ganz da, tolle Geschichte. Die Waldraut S, 64.000 Kilometer gefahren. Ein Wahnsinn ist das. Ja, da kannst du dann einfach da so gucken, der Rolf B, 62.000. Du, aber das sind ja alles Leute, die habe ich ja praktisch... Die habe ich ihre Heimat verlassen, gell? Die sind dann aufgebrochen hinaus in die Welt. Hast du das noch mal vor? Ja, ich weiß noch nicht so richtig. Aber erst einmal muss ich von dir wissen, wie sieht es aus mit der neuen Rohloff? Ja, und du? Taucht die das, was die alle sagen? Ja, man muss es glauben. Also ich habe es jetzt ein Jahr lang gefahren, so ein Rädler. Bin auch über die Alpen mit. Du, das ist fantastisch. Aber ich erkläre dir noch ein paar Sachen. Also die Rohloff E setze mir hauptsächlich ein in E-Bikes, die mit einem starken Bosch-Motor ausgestattet sind, gell? Okay. Der Bosch Performance CX. Ah ja, von dem habe ich schon gehört. Ja, ja, ja. Den hast du mich schon mal irgendwann Probe fahren lassen. Ja, der war toll. Das war eine andere Schaltung, aber mit der Rohloff E ist es besonders gut. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, wenn du jetzt dann daneben hier da aufbrechen willst, dass man den mit zwei Akkus ausstatten könnte, das E-Bike. Boah, ey. Das heißt, ich wäre unabhängig, richtig unabhängig auch mit der Laderei. Ich könnte fast den ganzen Tag durchfahren dann. Du könntest den ganzen Tag fahren. Also du könntest da 120, 130 Kilometer runterreisen. Dann nimmst du noch ein starkes Ladegerät. Man will jetzt auch stärkere Geräte. Okay. Die laden mit 6 Ampere statt mit 4. Ja. Dann kriegst du das auch unterwegs, kannst du nachtanken. Und mit der Rohloff E, mit dem CX-Motor, kannst du auch Gepäck mitnehmen. Okay, und ich habe gehört, der CX, der soll dann auch im Gelände gut hochziehen, so. Also so gerade einen Berg auf soll der hochziehen. Der geht die glatte Wände auf. Okay. Das können wir nachher nochmal ausprobieren. Hm? Okay, aber jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, im Moment will ich jetzt erst einmal die neue Rohloff sehen. Also cool. Die interessiert mich jetzt. Also du pass auf, ich habe jetzt daneben, wir sind ja Rohloff-Spezialisten und ich glaube so viel... Test-E-Bikes mit Rohloff-E-Schaltungen gibt es nirgends in Deutschland. Das ist ja nur ein Teil daneben, was da steht. Und ich zeige dir jetzt einfach mal anhand, da daneben von so einem Wiese und Müller, wie das ganze Ding funktioniert. Und naja, und das Ganze würde dann praktisch in eine Probefahrt münden. Bist du bereit für so eine kleine Probefahrt? Ja, die brauche ich unbedingt, weil du kannst mir viel erzählen. Ne? Aber das will ich selber auch mal probieren, dann, das ist schon klar. Ja, also du pass auf. Daneben ist schon einmal die Narbe drin. Ne? Da steht Speedhub und das ist die klassische normale Narbe. Aha, aber was neu dazu kommt, ist, wir haben daneben hinten einen Stellmotor. Mhm. Also was früher mechanisch über zwei Drähte angesteuert worden ist, wird jetzt elektrisch gemacht. Okay. Und der Strom, der kommt aus dem Bordakku da, ne, vom Motor. Also der hat jetzt zwei Akkus im Rahmen mittlerweile drin. Ja, die sieht man nicht mehr, gell? Also daneben, wenn du aufmachst, schau die Halle, da ist der erste Akku und daneben drunter der zweite. Ah ja, okay. Also das sind solche Möglichkeiten. Ne? Und, so. Ich kann dann quasi hier schalten. Ja, das machen wir jetzt gleich mal. Du weißt schon, wie es auch geht, ne, daneben, drückst drauf. Dann gehe ich jetzt mal her und mache dir, das erleichtert dir das nachher zum Schalten, mache ich dir durch die Infotaste von der Anzeige her den Gang, wo du siehst, mit welchem du fährst. Ich tippe mal gerade durch. Aha, Da steht der Gang und es steht 6. Sechster Gang wäre jetzt quasi eingelegt. Was du jetzt nochmal gleich wissen sollst, das ist der Anfahrgang, den man sich selber auch programmieren kann. Also du kannst dich im 6., 7., 8., 9. Gang kannst du anfahren. Das heißt, wenn du mit deinem Rädler, ne, mit deinem neuen E-Bike dann anhältst und dann merkt der Motor, oh, jetzt steht er. Ja. Und dann schaltet er innerhalb von 2-3 Sekunden immer in den Anfahrgang. Das heißt, ich muss nirgendwo mehr drücken, gar nichts machen. Genau. Das macht der ganze Leben. Ist das nicht schön? Ja, das hat was. Ja, also ich gehe jetzt mal daneben, ich zeige das nochmal auf Reset und I gleichzeitig drücken. Ja, dann kommt ja schon mal die Uhrzeit, wo man einstellen kann, der Radumfang. Und jetzt kommt der Anfahrgang.
Siehst du das? Steht da groß drin im Display dann. Genau. So, dann tue ich da mit Reset. Drauf machen, so, dann haben wir es. So. Okay. Guti, jetzt schau mal daneben, das ist daneben dein Schaltgriff. Mhm. Also ich habe quasi einen Schaltgriff, wo ich oben Plus habe, also draufschalte und unten runterschalte. Dann. So, probier es mal, ob es im Stand geht. Ah ja, man hört es auch ganz und deutlich. Und du hörst den Motor, gell? Wie sie arbeitet, ganz deutlich. Ah ja. Und man sieht auch gleich im Display, wie die Gänge dann dementsprechend angezeigt werden. Ja, weil am Anfang, oder auch wenn du mit Handschuh fährst, ne, im Winter, wenn es kalt ist oder anfangs, du musst dich da noch ein bisschen dran gewöhnen, wie lang man da drückt. Denn wenn du länger drückst, wie dieser kleine Impuls ist, dann schaltet er nämlich gleich drei Gänge durch. Pass auf. Oh ja. Okay? Mhm, also da war das vom 9. der 13. Gang geschaltet. Ja. Tschack. Okay. Probier's mal. Also das heißt, ich drücke drauf und lasse den Finger einfach mal drauf und dann schaltet er durch. Ja. Okay. Ja, das ist ja super. Auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, am Berg aufgefahren bin und jetzt geht es gleich wieder schnell runter, dann kann ich ja einfach meinen Finger drauf lassen und dann komme ich relativ schnell in den Gang, wo ich wieder trete. Ja. Das ist toll. Eine tolle Geschichte. Dann sage ich dir jetzt noch, auf was du noch ein bisschen zu achten hast. Der Motor, der tut während dem Schaltvorgang die Kraft einstellen. Also das heißt, das ist wie wenn du Motorrad fährst, du fährst ein Motorrad, ne? Und du willst schalten, dann musst du die Kupplung ziehen und da dabei nimmst du das Gas weg. Mhm. Also Kupplung ziehen, schalten und dann lässt los und gibst du da Gas. Und dasselbe Prinzip ist da auch, das ist praktisch automatisch, funktioniert das. Wenn du trittst und schaltest, in dem Moment du der Motor kurz aufhören, der Schaltvorgang wird durchgeführt und dann geht es weiter. Okay. So, und das funktioniert recht gut, kann aber doch in grenzwertige Situationen, steile Berge oder so hoch, kann es doch sein, dass es mal ein bisschen hackelt. Also das heißt nicht Neidrede kräftig, zu kräftig, sondern einfach auch dem Motor ein bisschen die Möglichkeit geben, abzuschalten, dem Getriebe. Also das habe ich aus meiner Erfahrung, das war früher bei diversen Schaltungen auch so der Fall, dass man von der Pedale mal ein wenig Druck runtergenommen hat. Wenn du das konntest, das wäre schön. Na, also das kenne ich von verschiedenen Schaltungen, wo ich früher schon gefahren gehabt habe. Also ich weiß, du hast das Gefühl. Ne? Gehst also einfach her, du, auf der Ebene merkst du das weniger, aber so die Berge hoch, wenn wirklich Mordslast anliegt. Aber jetzt denke ich mir noch was interessiere. Also wir haben ja jetzt gegenüber früher schon viel Elektronik dran. Ja. Und naja, also ich bin da ein wenig skeptisch mit dieser vielen Elektronik-Geschichte. Ob es funktioniert, gell? Zuverlässig? Beziehungsweise taucht die zum Beispiel im Gelände was, wenn das verträgt? Also wenn jetzt der Dreck richtig reingeht, hat es da was zu tun? Kriege ich da Probleme? Oder ist es so gekapselt, dass ich sagen kann, also kein Wasser oder Dreck, kein Problem? Du wirst nicht glauben. Ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, ein Jahr lang habe ich intensive Erfahrungen gemacht mit meinem Rulloff-E-Rädler. Ich war mit dem Tauberrad, war ich da auch wirklich in schlimme Situationen unterwegs und alles verdreckt und alles miteinander. Es hat immer gut funktioniert. Und ich war jetzt auch bei Roloff auf dem Lehrgang gewesen, wir haben uns da ausgetauscht und habe festgestellt, diese elektrische Schaltung ist der mechanische weit überlegen. Aber. Also ich bin ja viele Jahre auch mit der normalen mechanischen gefahren und da sind mir mal Züge gerissen, da ist hinten da in diesem Verstellbereich ging was kaputt und so. Gibt es daneben nicht mehr. Also das ist schonender, das ganze, der ganze Schaltvorgang und verschleißfrei gegenüber dem bisher mechanischen. Also auch da ist ein Fortschritt, gell? Okay, und also ich sehe jetzt, wir haben jetzt, die kann ich also haben mit einer Kettenschaltung jetzt, die Roloff. Ich kann sie aber, wie wir es jetzt da haben, mit den Gates haben. Also das ist kein Problem jetzt. Also du meinst jetzt mit dem Ketteantrieb, ne? Ja, ja. Du, das ist, kommt auf die Hersteller drauf an. Also du siehst jetzt zum Beispiel, da Riese und Müller macht zum Teil Zahnriemen halt, den Gates-Zahnriemen. Daneben drüber ist aber da mit einer Kette, da drüber ist eine Kette. Okay. Also das ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Kombination zwischen dem starken Motor und der Roloff E stattfindet. Ne? Okay, und jetzt habe ich letztens bei dir im Lade so, ich würde mal sehen, wie ist denn das gern aufgebaut innen drin, also mit dieser Roloff? Oh, also, du hast da hast da was. Ein Schnittmodell. Ja, genau. Ein Schnittmodell, genau. Du, das habe ich mir leihweise. Wenn du mir das vielleicht mal kurz erklären könntest, wie das da funktioniert. Jetzt guck doch mal das daneben an. Nimm es mal in die Hand, erst mal, dass du das spürst. Das ist ein super leichtes Getriebe. Mhm.
Ja. Und da gibt es auch andere Nabenhersteller, die wirklich den Hut vorziehen, was hier dieser Bernhard Roloff geleistet hat. Sieht aus wie vom Auto, ne? Das ja. Automatikgetriebe. Unglaublich. Vom Auto, ne? Ein Wunderwerk deutscher Technik. Und das muss ich sagen, das ist einfach eine Freude, auch so eine Schaltung im Fahrrad zu haben. Nur, das ist ja nicht irgendwo so ein billiges Ding oder so ein Massenprodukt, sondern die können nur interessanterweise 20.000 Stück nur im Jahr machen. Das ist nicht viel. Okay. Das ist ja so ein globaler, großer Hersteller wie Shimano, das ist eine lächerliche Menge. Ne? Jetzt, ich meine, da sind ja Haufen Rädle drin und Dinge. Wie ist denn das mit Feuchtigkeit? Wie ist die Wartung? Also die Wartung, Shimano hätte ich schon gesagt, der Roloff empfiehlt alle 5.000 Kilometer einen Ölwechsel zu machen oder jährlich. Und da muss man jetzt dann überlegen, wie man das Rad eigentlich beansprucht. Aber wenn du jetzt auf die normale Straße fährst, ohne Dreck und ohne, dass du jetzt durch einen Fluss durch musst, dann kannst du das Öl sehr lang da drin lassen. Das können auch 6.000 Kilometer mal sein. Aber es gibt ja Leute, ne? Und vielleicht gehörst du dann auch mal dazu, wenn du sagst, ich will jetzt nach Asien, du wolltest schon immer mal nach Indien fahren und kommst dann an den Ganges. Du weißt schon, der Ganges hat ab und zu Hochwasser, ne? Und du fährst dann, willst durchfahren, aber das Rad stürzt mit Sand aus dem Boot, mit dir rein, du tauchst nur noch, holst wieder raus, rettest am Ufer, du abtropfen lässt und fährst weiter. Dann könnte es sein, dass ein wenig Wasser eingedrungen ist und dann solltest du demnächst mal Ölwechsel machen. Das war aber jetzt was Extremes. Aber wenn ich es jetzt auf Deutschland beziehe, sage ich mal, ich komme jetzt irgendwo an der Waschstraße vorbei mit so einem Hochdruckreiniger. Und du gehst her und hau da drauf, wie man das ja kenne. Gell? Also ich habe jetzt keine Lust, da lang sauber zu machen und zu polieren, so wie man es früher vielleicht manchmal gemacht hat. Und ich hau mit dem Hochdruckreiniger drauf. Ja, also du weißt ja, dass das falsch ist. Ne? Also ich tue auch mit dem Hochdruckreiniger die Fahrräder sauber mache, aber zwei Dinge durchberücksichtige. Ich muss die eigene Hand vorne drauf halten können. Das heißt, ich kann den Druck durch total reduziere, sodass es mehr oder weniger ein Nebel ist, der da runterwäscht. Und zum anderen halte ich halt nicht auf die Lagerstelle. Also das heißt, mit so einem Wasserschlauch oder was auch immer, kannst du das freilich abspritzen. Okay, also das heißt, wie bisher eigentlich, ich muss nichts Besonderes beachten. Ich zeige dir noch was. Es gibt Leute, die sind so Putzfetischisten. Ja. Die gibt es tatsächlich, gell? Ja, gehöre ich fast ein wenig mit dazu, ja. Aha, okay. Also jetzt pass auf, wenn du da mit dem Lümpler reingingst, ne? Ja. Und wirst da die ganze Zeit das rauspolieren, dass es immer so schön sauber ist wie jetzt. Da gibt es Leute, die du da damit Staub reindrücken, in diese Lamelle da unten rein. Okay. Und dann kannst du Undichtigkeiten führen. Aha. Also lieber nicht ganz so tausendprozentig sauber machen, gell? Alles klar. Aber das Schöne, also das ist wirklich... Tolle Geschichte, also musst du sagen, ey, da steckt so viel Know-how drin. Also ein Wunderwerk. Eine tolle Geschichte. Also Respekt vor dem, der das Ding da entwickelt hat. Okay. Ich muss jetzt sagen, also wenn ich mir das so angucke da, es ist sauber verlegt, das Ganze eigentlich auch. Ja, das ist ja nicht viel. Man sieht ja nicht viel, es ist ziemlich gekapselt alles. Und auch mit dem Stecker bisher keine Probleme gehabt. Es gibt weder irgendwelche Kontaktprobleme, sonst noch irgendetwas. Alles funktioniert. Man hat anfangs noch ein bisschen Abstimmung machen müssen mit der Software. Mhm. Also es wird ja da eine extra Software aufgespielt dann auf den Motor. Und das hat man mittlerweile jetzt alles gelöst, alles funktioniert. Es gibt keine Fehlermeldungen mehr, wie das anfangs einmal war. Das darf ja immer sein, bis das Ganze sich einspielt. Und jetzt ist es natürlich so bei der Nabenschaltung, sage ich mal. Wie viele Gänge habe ich überhaupt bei der Rolo? Also das weißt du doch, 14 Gänge. Ah, das ist ja eine neue. Ist das so wie bei der alten noch? Ja, also 14 Gänge? Das Getriebe ist das gleiche geblieben. Ah ja, okay, das Getriebe ist also... Ja, natürlich, es ist nur die elektronische Ansteuerung. Ah, okay, also weiterhin die 14 Gänge. Mhm. Mhm. Weißt du, es ist so, ich habe... nie wollen wir mal so eine Frau empfohlen, diese Roloff, weil man musste doch ab und zu mal relativ schwer dran drehen an dem Griff. Mittlerweile, das ist so schön, also durch dieses kleine nur Antippe, das ist wie so ein Tiptronic, ne, am Auto, dass auch Frauen oder Leute mit Handgelenksproblemen oder irgend sowas jederzeit daneben schalten können. Also das heißt, ich kann diese Schaltung, also ich bin so einer, ne, ich fahre ja mal Langstrecke, das warst du. Ja, ja. Ich fahre aber auch ins Gelände, du warst da auch und ich nehme die Räder ganz schön her dann da dabei. Ne?
Und alles das würde das schon abdecken, die Rohloff. Könnte man sagen, also ich kann sowohl Touren fahren, als ich auch kann ins auch ins Gelände wie eine Art Mountainbike fahren. Mhm. Alles deckt die ab. Alles deckt die ab. Die hat von der Übersetzung hat eine Entfaltung von 540% und eine 27-Gang-Schaltung von einem Mountainbike hat so um die 560, 570. Mhm. Okay, es kommt aber noch der Motor dazu, weißt du? So ein steiger Motor. Also das heißt, du kannst im ersten Gang, wenn du denn, das habe ich ausprobiert in der Alpe mit Gepäck und so, du, ich habe den ersten Gang nur ein einziges Mal gebraucht und das war eigentlich eine Stelle, die man sonst nicht fährt. Das war mehr so eine Wanderpassage, so ein steiler Anstieg. Also du kannst dort damit tatsächlich ins Gelände gehen. Okay, und ja, nachdem es also ja ein neues Rad wäre soll für mich, wie ich da schon gesagt habe, was ich alles mitmachen möchte, aber ja, hast du ja jede Menge Modelle dastehen jetzt, ja, in dieser Rohloff eben drin. Und ich habe jetzt da eins stehen mit der Rohloff. Ja, das sieht mir jetzt fast eher ein wenig aus wie so für die Damen. Das weiß ich doch, ne, nicht unbedingt. Das ist ein kompaktes Rädler, das man gut in einem Auto mit transportieren kann zum Beispiel. Es ist eines von vielen. Ne? Ich zeige dir vielleicht noch ein bisschen was an der Technik, auf was man da alles achten müsse bei der Probefahrt. Mhm. Also rechne damit, da das alles hochwertigste E-Bikes sind, dass wir sehr, sehr scharfe Bremse da drin haben. Okay. Und wir haben also größtenteils haben wir entweder die Shimano, die Ore XT oder die Magura MT4 oder so. Du weißt, wie man bremst, ne? Du weißt ja. Also natürlich schon Motor. Nein, das ist vollkommen. Gerhard, nein. Also jetzt, aber jetzt, ich jetzt höre mal zu, aber jetzt pass auf. Du fährst ein Motorrad und da ist ja die Vorderradbremse rechts. Ja. Aber an den E-Bikes ist ja die Vorderradbremse links. Das ja, aber da habe ich noch gar nicht so darauf geachtet, das geht bei mir eigentlich so, weißt du, das ja, du warst so das intuitiv. Aber wenn du das jetzt wieder sagst so, dann hast du wahrscheinlich recht, ne, als E-Bike-Verkäufer. Du, ich möchte, muss jeden jetzt darauf hinweisen. Ich habe festgestellt, die meisten Leute wissen eigentlich gar nicht, wie die Bremse zu bedienen geht, das glaubst du nicht. Ne? Und ich meine, dir brauche ich es nicht sagen, aber ich empfehle wirklich jedem, wenn er losfährt, auch schon mal dann vorsichtig losfahren, mal gucken. Mit dem Hebel, aha, das geht durchs Hinterrad, das geht durchs Vorderrad. Im Hinterrad blockiert es gleich, beim Vorderrad, oho, da geht es richtig so nein, gell, da stemmt sich dann die Gabel vorne rein. Also jetzt pass mal auf, die habe ja jetzt keine Rücktrittbremse drin. Nee, das kann auch nicht sein. Ja? Olaf hat noch nie Rücktritt gehabt. Ja, eben. Ne? Und jetzt, wir waren ja mit der Rücktrittsbremse, ne? Ich habe sie auch noch gefahren jetzt da. Ja, ich weißt auch. Du, ne? Das letzte Rädle da von dir, das hat auch noch eine Rücktrittsbremse drin gehabt. Und jetzt ist es so, mir tut uns ein bisschen schwer teilweise dann ohne der Rücktrittbremse manchmal. Also das heißt, man hat so immer so die Reserve gehabt, sag ich ja, mal, ja. Die Rücktrittbremse. Ne? Ja. Also wenn es nicht so gepasst. Jetzt habe ich ja gar keine mehr drin, wenn ich mir so eins kaufen wollte. Ne? Okay, und da haben wir ja immer das gehabt, man hat immer die Angst gehabt, man fliegt über die Gabel vorne drüber. Mhm. Ist das noch so? Wenn du, ich habe eine Therapie entwickelt. Jetzt bin ich aber platt. Doch, da bin ich irgendwann, weißt du, ich tue mich auch privat ein bisschen so mit Hirnforschung und so Zeug beschäftigen. Aha. Da gibt es doch überall mal so. Du hast ja immer neue Seite, jetzt kenne ich dich schon so lange. Nee, doch, wirklich, das ist hochinteressant, wie das menschliche Hirn so funktioniert. Mhm. Wenn du das mal rauskriegst, hast du staunst, ne? Und darum setze ich ja immer einen Helm auf beim Fahrer, weil, ne, wenn das Hirn mal einen Schlag kriegt, zu so ein Dachschaden, der ist ziemlich empfindlich. Das kann schon mal brechen oder so, aber das Hirn, oh, das ist gefährlich. Also pass auf, das Hirn ist so gemacht, dass du durch wiederholtes Tun lernst, also dass du dann automatisierst. Und da wird eine einzige Zelle von ein paar Milliarden, eine einzige wird programmiert, dass wenn du nach hinten trittst, dass es bremst. Und das ist dann drin. Mhm. In der Industrie, die lernen im Moment, die Computer und Roboter lernen, zu lernen, wie die Menschen lernen. Das nennt sich Deep Learning. Hast du schon gehört? Du überzeugst mich immer. Sag mal Deep Learning. Deep Learning. Ja, also Deep Learning. Siehst du das? Und dadurch kennst du das jetzt im nächsten Mal. Das kannst du Deep Learning sagen. Das heißt, du musst jetzt einen Trick anwenden, damit dieses tiefe Lernen, das du damals gemacht hast, als Kind nach hinten dreht und es bremst, dass du das löschen tust, dann hast du was anderes, indem du einfach hergehst und lässt es rollen, wäre ich nun mal zum Beispiel, und trittst nach hinten. Okay. Ja, und jetzt
Jetzt bin ich aber trotzdem insofern nicht weiter. Du hast mir jetzt das Deep Learning erklärt. Aber ja, ist es bei der heutigen Bremse, also die ja so gut sind, kann ich dann noch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, erschrecke und ich ziehe nur die Vorderbremse, weil ich einfach die hintere jetzt vergesse, weil ich ja eigentlich ins Leere drehe, fliege ich dann noch drüber über die Gabel? Also ist oder es so, sind die heutzutage so, dass, wie viel Prozent kriege ich denn da drauf? Also jetzt kann ich dir sagen, ich habe alle Räder jetzt ausprobiert. Also es gibt, wie gesagt, habe ich dir erklärt, entweder die Shimano XT oder die Magura. Und wir sind jetzt so weit von der Entwicklung, dass selbst in einer Schrecksekunde unter starkem Bremsaufwand, Kraft, ne, wo du da einbringst, das Hinterrad nur minimal hochhebt. Also so geht es mir. Vielleicht gibt es mal eine ganz kritische Situation, wenn es ganz steil der Berg runtergeht und man neigt zum Kippen oder was weiß ich. Aber ansonsten sind die sehr, sehr gut dosierbar. Probier es aus. Du wagst dich dann immer in höhere Geschwindigkeiten ein und dann lernst du die Bremse immer mehr kennen. Aber du wirst staunen, wie gut die Abstimmung ist. Kein Vergleich zu deiner Scheibenbremse vor Jahren. Kein Vergleich mehr. Okay, das heißt also, ich kann ruhig getrost umsteigen von Rücktritt oder was auch immer auf diese neue Bremse, ohne dass ich da jetzt so ein kleines innere Angstding muss ich zwar überwinden, aber du hast mir es jetzt erklärt, wie es geht. Und geh her und mach Bremsproben immer wieder, sodass du dann daneben reinkommst. Ne? Du, das musst du auch mit dem neuen Auto machen. Also ich steige zum Beispiel nie gerne in ein fremdes Auto rein. Ich weiß gar nicht, wie das Ding da, ne? Du musst erst die Hebel alle wissen, wo die sind und so. Und dann, wie stark ist die Bremse, wenn du drauf trittst, das war schon nie. Ne? Wie geht die Kupplung raus? Aus dem Grund gewöhn dich dann draus so langsam. Ja, dann würde ich sagen... Ja, mit was fühlst du vor? Also pass auf, das daneben, das ist jetzt ein Modell, ein Hardtail, ne, wie man sagt, Hardtail, vorne. Okay. Hardtail. Eine Federgabel drin und unterm Sattel ist da eine Federung. Dann habe ich natürlich auch vollgefederte E-Bikes mit Roloff. Okay. Die also es geht ja quasi quer durchs... Gut, gibt's da alles, ne? Ich habe alles. Also tief durch die, wir haben Herrenräder, wir haben Mixerräder, wir haben Kompakträder mit Roloff E. Und das Ganze immer natürlich mit dem Performance CX, da lege ich hohen Wert drauf. Weil diese Kombination ist ja der besondere Reiz, ne? Dass das da abgestimmt ist. Und dann natürlich zum Teil mit zwei Akkus. Ne? Du siehst hier daneben ist einer draufgesetzt. Daneben sind zwei im Rahmen zu sehen. Daneben an dem Tauberrad habe ich auf dem Gepäckträger und vorne im Rahmen. Also das sind alle Kombinationen möglich. Super. Also ich kann die Akkus komplett verstecken. Eins habe, ich kann es haben, da ist es kombiniert so. Und ich kann es haben, wo die, ich sag mal, das gibt schon länger das System, wo man so außen drauf sitzen hat, wird aber immer noch weiter, hat sich bewährt. Hat auch Vorteile, ja. Manchmal hast du mit Partner, wo du fährst, wo die gleiche Akku hat, dann kannst du einfach wechseln und so. Also das macht durchaus Sinn, gell? Ja, du willst mich schon wieder heiß machen, dass meine Frau auch noch eins kriegt, gell? Ich mag sie ja, die Manu, gell? Und wenn du dann da so weit die Strecke fortfährst und so lange lohnst. Also ich glaube, ich muss jetzt erst mal langsame Probefahrt machen, damit ich mir das Ganze einschätzen kann. Und vielleicht machen wir dann noch ein kurzes Abschlussgespräch darüber. Dann sage ich da, wie ich das so empfunden habe. Und ob das, was du mir so erzählt hast, auch wirklich stimmt. Okay? So. Okay. Ziehen wir noch Helme auf und so? Ja, genau. Und dann geht es los. Fahren wir den Schmachtenberg nuf. Der Schmachtenberg. Also. So machen wir es. Also auf geht's. So Bernd, wir sind jetzt extra angehalten an dem kleinen steilen Stück da, damit du jetzt siehst, wie schön das ist, mit Roloff E anzufahren. Der Vorteil ist ja von den Nabenschaltungen, dass du die im Stand schalten kannst. Ne? Also mit der Kettenschaltung bist du verloren, wenn man an so einem steilen Stück steht und man einen schweren Gang drin. So, also ich gehe jetzt her zurück auf Minus und schalte einfach im Stand mal runter so auf der dritte Gang, würde ich sagen. Ne? Ja, und dann kannst du einfach dann das Pedal auf die Anfahrposition bringen. Stell daneben auf Turbo. Ja, und dann starten wir durch. Wir fahren jetzt daneben den alten Weinbergsriedhof. Ja, der ist ganz schön steil. Ne? Ja, das ist die steilste Ecke daneben. Das können wir gleich probieren. Das hast du mit der Ängste. Ja, guck mal, wie schön das geht. Unglaublich, dass die da hochziehen.
Ja? Bernd, wie kam es schon zurecht bis jetzt? Super, also die Schaltung, die ist einwandfrei, auch einen Berg rauf mit der Schalterei, top. Wir haben es ja jetzt gesehen, wir sind ja auch in unwegsamen Gelände reingefahren, gell? Also man kann relativ schnell wechseln, muss ich sagen, auch. Zieht gut durch. Ja, ja, geht sehr präzise. Alle Achtung. Also willst du mal mitnehmen, mal fürs Wochenende jetzt? Ja, also ich mein, wenn du mir das anbietest, werde ich das Mensch, natürlich Bernd, ausprobieren. Du merkst schon, du hilfst mir ja bei meiner E-Bike-Türle mit der Kundschaft. Hör mal, wie kann ich dir das ausschauen? Also ich werde das Rad mal mit nach Mainfranken nehmen. Und da hast du ein paar tolle Strecke. Ne? Da werde ich in Mainfranken rund um Würzburg das Rad mal richtig ausgiebig testen. Das magst du mal bei euch, die Kapelle da nur vorst. Genau. Den Kapelleweg und genau, so. Genau. Ich zeige dir mal kurz was. Und zwar, Toni, hier drüben ist das Taubertal. Ne? Ja. Und hinten dran, da ist der Turmberg. Der ist jetzt noch ein bisschen in der Wolke drin oder im Nebel. Und da war die Baucherschlacht 1525. Aha. Da sind die Baucher abgeschlachtet worden. Das sind 4.000, 5.000, haben sie da niedergemacht. Das war der letzte große Aufstand, Begehren nach Freiheit. Und erst jetzt praktisch nach 500 Jahren oder 400 haben wir es geschafft. Stellen wir das vor. Also wir sind auf hier sehr historischen Boden. Ne? Das sage ich als immer der Leute, die da mit mir hochfahren, guckt euch mal das daneben an. Da haben unsere sich geopfert, damit wir heute in der Demokratie leben können, in der Freiheit. Ne? Dann ging es beschissen. Und das Interessante ist übrigens, der Florian Geier, also das war da der Ritter gewesen in Giebelstadt, der den Bauern auch geführt hat, angeführt. Das war ein edler Ritter, gell? Dort versucht er nach einigermaßen die Sache gerade zu biechen, was ihm aber nicht gelungen ist. Und da oben stand einmal eine Burg in Oberlaude. Da, guck da oben drauf, da ist da so ein Schneiser reingeschlagen. Und da stand einmal so eine Raubritterburg und er kam dazu, als die Bauern, die gerade abgefackelt haben und wollte in die Burgbesatzung, das waren so ein paar alte Weiber, die wollte sie dann da niedermachen und dann ist er da eingeschritten, dass die sich da nicht des Mordes schuldig machen. Stell dir mal das vor. Also, ne, kannst du dir vorstellen, wie es da oben brennt gerade. Ja. Ja, das hat sich ja alles gegeben. Du, pass auf, wir machen das jetzt so. Die Bremse kennst du noch nicht, wie scharf die sind und wie gut. Wir fahren jetzt gerade den Berg wieder nur noch. Und da machen wir ein paar Bremsprobe. Vorderradbremse, Hinterradbremse. Du warst, mal. Welche mal im Rücktritt? Ja, ja, das kannst du eh, dass du das nicht magst. Aber dass du einfach noch einmal lernst. Die Dinger konnten aber jetzt einen feuchten Untergrund. Müssen wir ein bisschen besser dann dosieren. Und dann testen wir jetzt noch einmal, wie stark die wirken und ob man dann in einer Schrecksekunde voll in die Eise gehen kann, was dann passiert. Oder ob nichts passiert und alles ist gut. Das sehen wir dann. Ne? Okay, so machen wir es. Das machen wir nochmal. Ich will es selber nochmal ausprobieren. Gut. Dann packen wir es. Hast du gemerkt, wie gut die dosierbar sind? Ja. Also ich bin jetzt voll in die Eise gegangen und es hat nicht blockiert, gell? Ja. Also ich muss auch richtig gut. Richtig gut. Ja, ich komme eigentlich auch ganz gut mit zurecht. Ich habe das also schwieriger vorgestellt, muss ich sagen. Ja, und obwohl der Untergrund im Moment alles andere als optimal ist zum Bremsen, mir habe ich hier so kleine Zweichel, Licht und feucht ist es auch. Ne? Jetzt fahren wir nochmal da runter, machst du das noch einmal. Vorderrad, Hinterradbremse voll, nochmal eintauchen und dann hat man sich eigentlich drauf gewöhnt. Ne? Alles klar, so machen wir. So, Bernd, wie ist dein Eindruck? Wir haben es vorhin schon mal gesagt. Ne? Gell. Also es ist, du hast ja gesagt, ich darf es ausprobieren. Ich darf es ausprobieren. Das heißt, wenn du nichts dagegen hast, lade ich das Rädchen jetzt mal ein. Also dir tue ich es jetzt mal anvertrauen, ich weiß, ha? Dass man es sauberer bringst, wie du es mitnimmst. Dich kenne ich ja. Probier es mal aus. Und ich probiere das jetzt aus. Und
schauen wir mal. Ne? Und dann schauen wir mal. Und wenn du wirklich kaufen willst, dann gibst du mir Bescheid. So machen wir das. Okay, also. Dann würde ich sagen, lad's ein und wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss, Bernie.